So, hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Charlotte Stevens von charlottestevens.com, wo wir Experten und Solopreneure beibringen, wie sie sich auf dem Markt erfolgreich positionieren, wie sie neue Kunden gewinnen und ihr Business oder ihre Expertise zum Business machen. Und heute bin ich im Gespräch mit einer ganz lieber und auch vor allem kompetente Person, mit der Petra von Schenk. Petra ist Presseexpertin, sie ist Businessberaterin und sie hilft Selbstständigen, ihre PR-Sachen, also alles, was um PR geht, in die eigene Hand zu nehmen oder wenn sie das nach außen geben, dass sie besser Bescheid wissen, bessere Ahnung haben, um außen Leute zu briefen. Also ist das richtig, Petra? Habe ich das richtig gesagt? Ja, also es ist, geht mir halt darum, also ich habe selber über 12 Jahre PR-Erfahrung mittlerweile und mir geht es einfach darum, eine gute Grundlage zu haben, damit Sie oder ihr als Selbstständiger, Solopreneure souverän mit Journalisten umgehen könnt und eben auch ja so ein bisschen wissen, wie die ticken und was da wichtig ist, sodass man sich da auch ganz souverän verhalten kann. Und eben, wie gesagt, auch jetzt heute passend zu unserem Thema, dass es auch auf der Website sich widerspiegelt und dass das einfach, ja, das ganz klar rüberkommt, dass wir Experten sind in dem, was wir tun. Absolut, das hast du genau richtig gesagt. Also Petra ist eben auch mitunter Expertin um dieses Thema Außenauftritt. Also wie präsentierst du dich nach außen auf deiner Webseite, in anderen Digital Touchpoints und aber auch offline, so dass du eben klar, verständlich bei Presse und Medien ankommst und auch Anfragen bekommst und all diese Sachen. Und wir machen das Interview heute im Rahmen von Das Geheimnis der Smart Webseite. Und in diesem Serie geht es darum, wie schaffst du es, deine Webseite von einer vielleicht nur schönen Webseite in eine schlaue Webseite umzuwandeln, also zu verändern, wo du wirklich Interessenten, die kommen, nicht nur anonyme Website-Besucher bleiben, sondern die auch den nächsten Schritt gehen und sich ihre Hand quasi heben und sich bei dir melden, sich anmelden. Ja, genau, hier bin ich. In dem Fall der Journalist, die Fachpresse, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen. Und was wir heute anschauen werden gemeinsam, ist nicht nur für für Presse und Medien, sondern Peter und ich, wir haben gesprochen, ist es vielleicht auch sinnvoll für Menschen, Coaches, Trainer, Berater, herzgetriebene Dienstleister, die auch Firmenkunden ansprechen. Vielleicht hast du den eine Abteilung als Ansprechpartner wie eine Personalabteilung oder ein Geschäftsführer. Und vielleicht sind diese Menschen einfach ganz generell ein wenig mehr faktgetrieben als dein Wunschkunde eventuell, mit dem du direkt zusammenarbeitest. Und wenn ich in der gesamten Reihe bisher sehr viel zeige, wie man da die Herzverbindungen, die Emotionen weg, jetzt kommt die Petra her und sie hat eine ganz andere Brille auf. Genau. Schöne Brille, eine schöne Friseur. Und sie zeigt uns, wie können wir zusätzlich zu dieser Herzkommunikation eine Gehirnkommunikation schaffen. Weil, ich meine, lass uns ehrlich sein, also jede Entscheidung, die wir treffen für das Leben, für unser Business, was eine Kaufentscheidung, sie beginnt natürlich hier im Herz- und Bauchbereich, aber wir versuchen immer, gerade im Businessbereich, das wieder gut zu machen, das zu begründen, analytisch auch, also mit den Fakten, die dahergehen. Also so haben wir ein gutes Gefühl, wenn beide im Einklang sind, oder? Ja, was mir gerade spontan kam, als ich dir zugehört habe, war dieses Herzsymbol. Mit dem Herzsymbol, also klar, wir alle reagieren emotional, auch selbst im trockensten Business, ich bin gelernte Bankkauffrau, selbst da spielt das Herz oder die Emotion eine starke Rolle, völlig klar. Und deswegen passt es auch so gut hier mit Heart-Driven Website, oder dass das eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Aber was mir gerade beim Zuhören ganz spontan ist jetzt kommen, dieses Herzsymbol, ja. Wenn man das umdreht, dann ist es eigentlich ein solches Symbol. Dann zeigt es auf unserem Kopf, dann zeigt es auf unserem Kopf. Aha. Von daher gesehen, ganz rund wird die Geschichte ja, wenn beides zusammenpasst. Ja. Also das Yin und Yang Symbol, wo ja eine helle und eine dunkle Seite gibt, um immer auch ein Pünktchen vom anderen drin ist. Also sprich, im Verstand, Verstandesfakten, klar, das spricht natürlich dennoch die Emotionen an, aber nur ein bisschen. Oder umgekehrt im ganz Emotionalen, da schaltet ja doch irgendwann der Kopf ein und denkt so, das bewegt mich zwar aber total, aber warum eigentlich? Ja. Das heißt, ja. Wir können unsere
Wunschkunden und ja, auch die Medien, die Presse am besten abholen, wenn wir an alles denken. Also wenn wir an Gesamt gucken. Das ist sehr schön. Das ist ein wunderbares Bild. Und das gibt mir das Gefühl, Petra, dass die Zuschauer, die Zuhörerinnen, die dabei sind heute, egal ob sie Privatkunden ansprechen, egal ob Firmenkunden, egal ob sie die Medien auf sich aufmerksam machen wollen, du wirst heute im Einklang kommen, eben dieses Yin-Yang. Also wir schauen uns einfach diese Faktenseite an. Und jetzt, ich habe es heute angekündigt in dem Webinar. Ich habe gesagt, nicht nur ihr habt die Chance in diesem Monat bei der Webinarreihe an eurer Website zu arbeiten, sondern ihr habt gesagt, ich werde auch an meiner Webseite arbeiten. Und deswegen habe ich mich quasi als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt. Die Petra und ich, wir werden meine Webseite anschauen und wir werden schauen, was ich besser machen kann, um eben diese faktendatengetriebene Personen noch besser anzusprechen. Wollen wir loslegen, Petra? Na klar. Sehr gut. Also, ich sage, während du gerade am Klicken und Aufmachen bist, nur weil es jetzt Datenfakten heißt, nicht erschrecken. Durch Datenfakten kann man ganz wunderbare Aha-Erlebnisse bekommen und das kann sehr spannend und interessant sein und hat also null damit zu tun, dass es irgendwie trocken sein muss. Also nur weil es um Daten und Fakten geht oder weil es jetzt gerade hier, oh, jetzt geht es ums Eingemachte, das kann verblüffen, das kann überraschen, das kann faszinieren, das kann sehr wohl die Emotionen ansprechen, wenn es richtig aufbereitet ist. Und da wir ja alle wissen, okay, wenig Zeit und wenig Aufmerksamkeit haben die Journalisten, haben auch unsere Wunschkunden, haben wir auch bei Shelley ja gelernt, hier mit 15 Sekunden ganz kurz sind die Leute auf der Website. Wenn es etwas ist, was die Leute überrascht oder fasziniert oder einfach interessant informiert und das kurz und knackig, ja, dann trägt das auch dazu bei, dass die Leute länger auf unserer Seite bleiben und dass sie neugierig sind, was wir ihnen zu sagen haben. Nicht nur emotional, sondern auch auf der inhaltlichen Ebene. Absolut, absolut. Also Fakten müssen nicht langweilig sein, haben wir auch heute im Webinar gesehen. Ich habe ganz viele Studienzahlen gezeigt, aber mit diesem Schmetterling verbunden, also da kann man viel machen, gell? Genau, das ist auch was ja unheimlich Spaß gemacht hat. Ich habe heute nämlich auch mitgemacht. Ja. Das hat wunderbar gezeigt, dass gerade auch zum Beispiel Statistiken, die du eingebunden hast, Shelley, ja, mit Prozentsätzen, dass das unterstrichen hat, dass man sich es besser vorstellen kann. Ja. Und wenn das verbunden ist mit einem Bild, wie eben mit dem Schmetterling, ihr müsst euch unbedingt die Aufzeichnung angucken, dann bekommt ihr erst richtig ein Gesamtbild. Das heißt, ihr bekommt auch viel besser ein Gespür dafür, hey, wie gut bin ich denn jetzt mit meiner Sache? Ja. Nur so und so viele Leute gucken da überhaupt drauf. Das habe ich bei mir auch gesehen. Okay, da bin ich im grünen Bereich. Das heißt, Informationen, Fakten, oder auch solche Zahlen helfen uns auch, uns zu orientieren, manchmal auch die Magennerven zu beruhigen. Ach, ich ist alles im grünen Bereich, es geht allen anderen auch so, ist alles gut. Das heißt, auch so wird es auch unseren Wunschkunden gehen. Und je nachdem, wenn wir solche Daten und Fakten sammeln und das aufbereiten, das kommt dann viel später, das ist auch was dann für Medien interessant ist. Sehr schön. Okay, also wir haben 5 Punkte ausgesucht im Vorgespräch, die wir heute mal ein bisschen beleuchten wollen. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt. Und zwar, es geht um die Presseseite. Also vielleicht vorweg, Petra, wer braucht eine Presseseite? Oder manchmal heißt es auch Medien, habe ich gesehen, oder verschiedene Begriffe, aber Presse ist sehr, sehr häufig. Wir brauchen eine Presseseite als Solopreneur, als kleines Unternehmen überhaupt. Also, es ist natürlich eine spezifische Seite, die ja darauf ausgerichtet ist, dass Medienschaffende, also ob das jetzt ein TV-Journalist, ein Radiomoderator vom Lokalradio oder ein schreibender Journalist vom Fachblatt ist, dass sehr schnell Informationen über das Business, das hinter dieser Seite steht, finden kann. Mhm. Grundvoraussetzung oder woran ihr feststellen könnt, ja, es ist vielleicht ganz interessant, einen Pressebereich zu haben, wenn es schon Kontakte zu Journalisten gab oder wenn ihr ganz gezielt vorhabt, diese aufzubauen und auszubauen. Mhm. Also stell dir fest, es kommen immer wieder Anfragen oder haben vielleicht schon Interviews stattgefunden und man merkt so ein bisschen, was für Fragen kommen da, was interessiert die Journalisten oder zum 5. Mal das Gleiche gefragt,
Moment, da geht doch eine kleine Antenne bei euch jetzt auf, sagt, das ist ja 5-mal gefragt worden. Scheint so, als ob das generell Journalisten interessiert. Notiere ich mir mal. Mhm. Also, wenn ihr gefragt werdet, nicht nur aufnehmen und euch auf eure Antworten konzentrieren. Klar, wenn man gefragt wird, ist man ganz konzentriert darauf, weil man ja auch das möglichst gut beantworten möchte. Aber im Nachgang überlegt mal, welche Fragen kamen da. Diese Fragen zeigen euch nochmal von einem anderen Blickwinkel, was ein weiterer Kreis interessiert. Und wenn ihr feststellt, okay, da gibt es etwas, was ihr, was immer wieder da auftaucht oder eben, ja, ihr möchtet das weiter ausbauen, wirklich auch mehr in Fachmedien und das heißt, oder Nischenmedien, das kann sein vom Medizinfachblatt bis hin zu einem Spezialblatt für eine bestimmte Blumensorte, also Fachmedien kann, oder Nischenmedien ist ein ganz, ganz weites Feld vom Magazin bis Spezialmagazin für Hunde. Wenn ihr da weiter auftauchen wird, dann schaut euch an, ob ihr eine Presseausseite aufbaut. Ja. Wenn ihr feststellt, da bin ich noch nicht ganz, aber ich merke ab und zu, tut sich da schon ein bisschen was, dann überlegt euch, ob ihr auf der Über-mich-Seite eine Extra-Section vielleicht unten drunter habt, wo ihr nochmal gebündelt Informationen sachlich, faktisch aufbereitet, die dann auch für Journalisten ansprechend sind. Okay, alles klar. Und so, weil wir jetzt bei meiner Website sind, also ich denke, ich kriege vielleicht weniger journalistische Anfrage, was viel typischer in meinem Fall ist, innerhalb unserer Branche von Online-Marketer Anfragen zu bekommen für Podcast-Interviews, für Beiträge zu Online-Summits und so weiter. Aber es wäre auch an der Stelle sehr interessant, eine ähnliche Seite zu haben, wo die Leute, die mich ansprechen, auch hingehen können, um diese Fakten zu sammeln. Weil ich werde tatsächlich nach diesen Interviews gefragt, könntest du mir das geben an Informationen? Könntest du das mir geben? Das sind immer wieder die gleichen Sachen. Das heißt, es würde auf jeden Fall meine Arbeit in meinem Leben und meine Assistent auch erleichtern, wenn das vorhanden ist. Petra, was kommen denn für Daten und Fakten üblicherweise auf eine Presseseite, wenn es wirklich an Presse und Medien gerichtet ist? Also die Fragen haben wir gerade besprochen, also die immer wieder vorkommen, dass das abgedeckt wird. Was kommt dann noch an Daten und Fakten drauf? Also ich würde auf jeden Fall, also egal, wenn ihr jetzt auch sagt, okay, ich möchte mal nur einen kleinen Bereich haben oder wie gesagt eine extra Presseseite, und das kann man auch ganz lapidar einfach Presse nennen. Das ist ganz kurz und knackig. Den Medien ist völlig klar, da klicke ich drauf. Und auch noch wichtig, so ein extra Bereich mit extra Anmeldungen und dergleichen. Alles, was Zeit kostet oder was kompliziert ist, schreckt, wen wundert's, wie die Wunschkunden auch, Medien eher ab. Also, da ihr jetzt nicht ein große Popstars, sich jetzt die Fans die ganzen Infos ziehen, sondern wo schon klar ist, ja, wer das macht, der interessiert sich wirklich für euer Business, dann macht einen offenen Pressebereich, also einfach einen separaten Reiter, vielleicht hier ganz rechts außen zum Beispiel, also so, dass man den leicht und schnell finden kann, zeitsparend. Und darunter oder darauf würde ich dann kurz und knackig schreiben, wie heißt das Business, wann ist es gegründet, mit was beschäftigt sich es, gibt es mehrere Standorte, gibt es Filialen dergleichen, gab es Auszeichnungen vielleicht. Also kurze, knackige Fakten, die beschreiben, was euer Business ist und für was es steht. Okay. Das ist also eine kurze Zusammenfassung, eine knackige Zusammenfassung, mit der ihr durch diese reinen Fakten schon ein Bild bekommt, wo es noch Fakten sind, ein Bild bekommt, was für eine Art von Business habe ich hier? Wer steht, ein Journalist fragt sich immer, der ist immer neugierig, ein Journalist fragt sich, okay, ich kriege das schöne Glänzen hier zu sehen, was ist denn dahinter? Was gibt es denn dahinter zu sehen? Wer steht hinter der ganzen Geschichte? Das wollen wir wissen. Okay, alles klar. Und am Ende von diesem Video werden wir den Zuhörern sagen, wie sie die Chance bekommen, ein Daten- und Faktenblatt von dir zu bekommen, wo du, auch wenn du keine Filialen hast, also ein Solopreneur, was du auch auf dieser Presseseite machen kannst, dass wir zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Aber ich denke, wir gehen einfach jetzt zum nächsten Punkt, okay?
Perfekt. Okay, also der nächste Punkt, den wir hatten, ist das Thema vertrauensschaffende Fakten. Und ich glaube, wir gehen einfach zu der Wer-bin-ich-Seite, weil ich habe das bisher so aufgebaut, natürlich auf eine sehr herzgetriebene, emotionale Seite. Jetzt wollen wir aber obendrauf auch noch diese Yin-Yang, die Fakten hinzufügen. Und zwar auf meiner Übersicht über mich Seite fange ich persönlich mit einer sogenannten Compelling Story. Also beginnen mit der Frage, wie lange machst du das, was du machst? Und wie wurdest du zum Business- und Marketing-Coach für Solopreneure? Und ich erzähle ganz persönlich von einem entscheidenden Moment in meinem Leben, das dazu geführt hat. Petra, was meinst du mit vertrauensschaffende Fakten, die hier auch noch auf der Über-mich-Seite zum Beispiel erscheinen dürfen? Was könnte ich hier noch besser machen auf der Seite? Also generell, ein Journalist ist völlig klar, dass die Website natürlich in erster Linie die Kunden anspricht oder diejenigen, die ihr erreichen wollt. Also dem Journalisten ist schon klar, dass die Website nicht für ihn spezifisch gebaut wurde, sondern ja, um euer Business voranzubringen, oder? Also es ist einfach, es steht für euer Business. Und deswegen jetzt hier, Shelley, wie du startest, wie lange machst du das, was du machst, wie wurdest du zum Business- und Marketing-Coach für Solopreneure? Das ist natürlich etwas, das ist eine Frage, die ein Journalist auch im Interview zum Beispiel stellen würde. Die Interviewform ist deswegen ganz super interessant für ihn. Mhm. Der Punkt ist nur der, er möchte schnell ja den Kern rausfinden oder die Kerninformationen haben. Mhm. Und gerne er auch solche Stories liest und natürlich auch solche schreibt oder auch solche Interviews schreibt, möchte er noch kurz schneller auf den Punkt kommen, weil er ja so wenig Zeit hat. Bedeutet, ja. Wenn er mehr Zeit hat und ein Gespür dafür bekommen möchte oder ein Interview führen würde, dann mal gucken, wird er vielleicht sich auch in diese Story einlesen oder auch sonst auf der Seite rumgucken. Mhm. Ihn interessiert aber speziell auch noch mehrere Fakten, die jetzt hier nicht ganz explizit rauskommen. Denn zum Beispiel hier unten im unteren Part, der anfängt mit der Schock dieses zweiten Verlustes, da taucht zum Beispiel auf, dass so eine Position, also weiter unten, ja genau, Position der Strategiedirektorin für Online-Marketing sehr erfolgreich warst. Mhm. Dann in dem Moment interessiert zum Beispiel ein Journalist, oh wow, interessanter Titel, für wen hat sie das gemacht? Mhm. Von wann bis wann hat sie das vielleicht? Mhm. Also sprich, hat sie das für Großkunden gemacht oder hat sie sich Strategiedirektorin genannt, war nur ein 2V-Business? Ja. Oder was ja eigentlich ein interessanter Fakt ist und der wichtig ist, du hast ja für Großkunden gearbeitet, du hast mit großen Namen zu tun gehabt und du hast da auch ganz viele Erfahrungen gesammelt. Ja. Und das sehr lange. Ja. Und diese Fakten, so viel zum Thema, ist gar nicht dröge, ja. Diese Fakten unterstreichen ja deinen Expertenstatus. Ja. Du bist nicht selbsternannte Strategiedirektorin, sondern du hattest einen Business-Titel, du hast das für ein Großunternehmen, du hast das für Großunternehmen gemacht. Und alleine dieser Fakt ist für Journalisten auch interessant, weil die Fakten belegen, dass du lange und der ganz fundiert in deinem Bereich tätig bist. Mhm. Also, wenn du was erzählst, dann hast du nicht nur mit Solopreneuren, für die du jetzt hier arbeitest und eben, also euch, die alle zuhört, hier weiter gibt es das Information, sondern du hast auch den ganz großen Radius gehabt. Absolut. Wird durch diese Fakten unterstrichen. Und auch, selbst wenn jetzt ein Wunschkunde auf die Seite kommen würde und einfach neugierig ist, und sagt, Pressebutton kenne ich noch nicht, klick. Und dann eben liest, für welche Unternehmen du gearbeitet hast oder wie lange du schon dabei bist, unterstreicht es zusätzlich, ja, dass du Experte bist. Also du sagst es nicht, ich bin Expertin, sondern du sagst, ich war Strategiedirektorin für Online-Marketing, sprich, du lässt die Fakten für dich sprechen. Ja, ja. Wenn du da, diese Informationen zusätzlich lieferst, also dass du es vielleicht knackig daneben stehen hast, in einem Kästchen zum Beispiel, oder halt unten drunter nochmal als Info oder vielleicht an eine der ersten Stelle, wo du mit solchen Positionen kommst, vielleicht ein Sternchen setzen, sodass die Leute neugierig werden,
Und dann habe ich gesehen, okay, wo gibt es da die Auflösung? Und dann halt in hier mehrere Informationen, hier pling. Dann hat man das Ganze, das macht das Ganze noch runder und du hörst dein wunderbares Interview nicht. Das ist super, das ist super. Ja, das finde ich ist ein sehr großes Verbesserungspotenzial für mich, weil tatsächlich ist es so, es gibt viele auf dem Markt, die auch Marketingberatung anbieten, Marketing-Coaching, Marketing-Mentoring, aber tatsächlich, es kommt wirklich sehr klein raus, dass ich das schon seit fast 22 Jahre mache, ja, und wirklich weiß, was ich tue. Das heißt, das kann ich auf jeden Fall hier und auch auf der Startseite, vielleicht an einigen anderen Stellen, wirklich stärker rüberbringen, die Fakten für sich sprechen lassen, diese vertrauensschaffende Fakten. Was wir auch besprochen haben im Vorgespräch, Petra, ich möchte es hier an der Stelle auch nochmal hervorheben, ist, natürlich sind auch die Ausbildungen und Qualifikationen, die ich habe, für viele meiner Kunden interessant. Ja, dass ich einen Masterstudiengang gemacht habe in Wien über mehrere Jahre im Coaching und Wirtschaftscoaching und Training, dass ich auch sonst betriebswirtschaftliche Lehre gemacht habe und so weiter und so fort. Und wo ich sonst noch zertifiziert und was weiß ich bin. Was ich erlebe bei vielen meiner Kunden oder die Coaches, Trainer, Berater und herzgetriebene Solopreneure, mit denen ich in Kontakt komme, ist, häufig ist ihre über mich Seite fast nur, was sind meine Ausbildung, was sind meine Qualifikationen. Und was ich hier betonen möchte, ist, so diese Herzverbindung ist da mit diesem Interview, mit dieser Story, mit dieser compelling Story. Die Fakten sind auch dort. Sie nehmen einfach in dem Fall einfach eine kleinere Rolle, aber sie untermauern wirklich trotzdem stark, dass ich eine qualifizierte Person bin oder dass du es bist, wenn du es draufbringst. Das heißt, die sollen ihren Platz finden, haben wir besprochen, aber vielleicht nicht einfach nur das Einzige, was da steht. Immer dieses Yin und Yang. Genau. Oder halt eben, wie gesagt, wenn es eine extra Presseseite ist, da kann man das ja auch, kann man die noch etwas ausführlicher oder eben knackiger da speziell bringen, sodass man es vielleicht eine Wer-bin-ich-Seite dann unten, sie möchten gern mehr Fakten haben, vielleicht das sogar verlinken dann, sodass man da dann auch expliziter noch mehr Details dann mitbekommt. Und hier könnte man auch schauen, die Ausbildung, Qualifikation, ob man die vielleicht nicht sogar einen Teil drüben, also weiter oben anfangen, dass man das schon gleich sieht und dann mit Pünktchen, sodass klar ist, da unten nach dem Interview geht es weiter. Sodass die Leute das wie so ein Faden auch so ein bisschen vielleicht durchzieht oder vielleicht begleitet praktisch das Interview an der Seite. Sehr, sehr schön. Das finde ich sehr schön. Okay, also ich gehe auf deine nächste Seite, nämlich Wer bist du? Das ist eine Seite bei mir auf der Website, wo ich ganz stark meinen Kundenavatar habe und wo ich erkläre in aller Ausführlichkeit, für wen ist diese Webseite überhaupt? Wer soll hier angesprochen werden? Und ich widerspiegele die aktuelle Situation, in der sie stecken, indem ich hier diese drei Fragen beantworte, nämlich wer bist du, was sind deine Herausforderungen und was brauchst du vor allem jetzt? Nur, ich kann das sicher noch besser machen. Und zwar, auch hier geht es um dieser vertrauensschaffende Fakten. Also wir hatten das, glaube ich, mal im Vorgespräch gehabt. Petra, vielleicht kannst du darüber reden. Also ich glaube, ich habe hier einmal geschrieben, 99% aller Menschen, die sich selbstständig machen, gehen binnen der ersten 5 Jahre, geben sie auf oder sowas. Was sind vertrauensschaffende Fakten, die nicht mit dir persönlich zu tun haben, sondern mit dem Markt und warum sind sie interessant und wichtig? Als Beispiel jetzt ganz spontan aus eben dem Webinar, was heute Mittag ja gewesen ist, also das Einstiegswebinar zu dem Thema mit der Smart Website, als Beispiel eben Prozentsätze, wie viel Leute, also dass Menschen zum Beispiel nur ganz, ganz kurz auf der Website bleiben, diese 15%. Das ist mal ein Fakt, den viele nicht wissen. Und der gleichzeitig unterstreicht, hey, es ist wichtig, sich mit dem Thema der Website oder an sich mit eben dem Thema Smart Website auseinanderzusetzen. Also gibt es Fakten, gibt es Zahlen, die unterstreichen deine Meinung oder das, was du, in dem Fall muss man sagen, Meinung, ja, klar, das, was du deinem Wunschkunden aus deinem Herz heraus mitteilen möchtest, was unterstreicht das? Also gibt es vielleicht eine neue Statistik und man sollte auch immer bei Statistiken, wenn man sie nimmt, sich angucken, wer hat die Statistik gemacht, ist es eine seriöse Quelle,
ist das was Fundiertes und ist das eine Größenordnung, wo man sagen würde, okay, ja, also wenn die das gemacht haben, dann kann ich darauf vertrauen, das hat auch Hand und Fuß. Ja. Im Grunde genommen das, was Journalisten auch machen. Ja. Die gucken sich auch an, okay, gibt es da was Interessantes? Und da ich ja HRV-bedingt ursprünglich bin, kommt ja auch noch rein, wenn ihr wirklich eine super geniale Statistik findet, die frisch rauskommt von einem renommierten Institut und die ist wie eine Steilvorlage für das, was ihr mit eurem Business ausdrucken möchtet, dann könnt ihr das auch als Einstieg nehmen und als Aufhänger für eine Presseinformation. Mhm. Für eine aktuelle. Was nur, by the way. Hier jetzt für das Thema, wer bist du? Wie gesagt, da kann es auch sein, dass du, während du dich mit den Inhalten deines Business beschäftigst und immer wieder guckst, okay, was gibt es da Interessantes, was gibt es da für neue Informationen? Bestimmt hast du sicher auch den ein oder anderen Fachnewsletter abonniert vielleicht oder einfach damit du mitbekommst, was tut sich in deiner Branche. Und du wirst ja, damit du deine Kunden immer aktuell halten wirst, wirst du ja auch dich aus verschiedenen Quellen informieren. Und wenn du da eben mitbekommst, hey, da ist jetzt etwas, das wirklich unterstreicht, entweder das Problem des Kunden unterstreicht, also des Wunschkunden, sodass er sich, wie ich vorhin angesprochen habe, nicht so ganz allein auf weiter Flur fühlt, sondern hey, das, wenn du allen geht's so, sei ganz beruhigt. Eine Studie von dem und dem Uni hat ergeben, hier, ne, also 75% geht es genauso wie dir. Und hier hat andere schon gleich ganz anders. Und zwar einmal emotional abgeholt und aber auch, hey, da gibt es eine ganz große Menge Menschen, die sind genau wie du. Exakt. Also zum Beispiel das berühmte Fraud Factor. Eine Kundin von mir hat sich mit dem Thema beschäftigt, mit Führungskräften, und sie hat eine Studie gehabt, wo es darum ging, 75% aller Führungskräfte fühlen sich wie Hochstapler. Also wenn du dich so fühlst, das ist eine große Zahl, aber das trifft wirklich auch viele. Also es ist wirklich normalisierend sozusagen. Und das Schöne ist, gerade weil du jetzt hier ansprichst, ich meine, ich spreche mit meinem Business eben auch Unternehmen an, habe ich ja schon gesagt, von der Großbank, war selber Managerin im Einzelhandel einige Jahre und also über 8. Und von daher gesehen, das sind alles Menschen, oder wir hatten es am Anfang auch von Personalern oder Entscheidern, wenn du als Trainer und Coach arbeitest und eben Unternehmen für dich gewinnen willst. Solche Menschen sind es gewohnt, viel mit Zahlen und Fakten zu arbeiten. Mhm. Und wenn du die hier und da einfließen lässt, in deinem Text, der muss jetzt nicht zum reinen faktenschweren Teil werden, aber wo es passt, ist wie ein köstliches Gewürz hier und da einstreuen, dann fühlt sich dein Kunde nicht nur emotional, sondern auch verstandesgemäß gut abgeholt, weil er auch das ist, mit dem er vielleicht täglich arbeitet oder wo er vielleicht, selbst wenn er selber emotional ist, in seinem Geschäftsfeld viel mit zu tun hat. Ja. Auch das unterstreicht deine Expertise. Absolut. Und vielleicht muss er oder sie auch sein Team überzeugen oder seinen Chef. Und ja, genau, muss einfach so die Fakten hinlegen. Lass uns zum nächsten Thema gehen, Petra. Wir haben im Vorgespräch ein anderes Thema identifiziert, was sehr spannend ist. Als ich meine allererste Webseite gemacht habe, meine Mentorin hat uns empfohlen, eine sogenannte Pressespiegel auf der Homepage zu bringen. Und das sieht man tatsächlich ganz viel bei Solopreneure, die im Online-Marketing oder die ihr Business über Online-Marketing bewerben. Und meistens ist es auf der Homepage, und jetzt, man wird es bei mir nicht finden, weil ich habe es bei den letzten Relaunch wieder weggenommen, aber vorher hatte ich es. Und zwar ist es sowas wie eine Leiste, wo du, also eigentlich sagst du, hier wurde ich geinterviewt in diesem Fachzeitschrift oder hier habe ich einen Artikel geschrieben, es wurde dort veröffentlicht oder hier erschien ich in irgendwelche Fachmedien. Peter, wie gut oder schlecht findest du diese Pressespiegel auf der Startseite einer Smart-Webseite? Und was muss man dort als Solopreneur oder Kleinunternehmer beachten? Also generell ist es natürlich immer spannend, sage ich jetzt einfach mal von Mensch zu Mensch, wenn man irgendwo feststellt, wow, nie bei dem Medium, oh, beeindruckend. Oder, oh, da erschien, wow, spannend. Mhm. Und dieser Wow-Faktor, der ist natürlich prima, aber man sollte einiges dabei bedenken, wenn man das einsetzt. Ich sage es gleich, ich bin keine Rechtsberatung.
Aber ich liebe es, groß zu schauen, also umfassend mir Websites anzugucken und umfassend mich mit den Themen zu beschäftigen. Gerne, lieben gerne auch über den Brillenrand. Und deswegen versteht es bitte einfach als Inspiration, wie gesagt, keine Rechtsberatung, Inspiration, euch mit dem Thema etwas zu beschäftigen, zumal sich da mal was tut. Also, Pressespiegel. Es sieht so aus, dass ich, also generell, wenn man ein Logo verwendet von einem Medium, dann gehört dieses Logo, wie auch euer Firmenlogo, ja euch. Also sprich, das Logo von dem Verlag würde ich nicht einfach auf die Website setzen, nur weil er vielleicht, oder eben von dem Medium, nur weil er da ein Interview gemacht hat. Schriftlich anfragen, hier, ich möchte gerne das vielleicht zitieren oder erwähnen, ist das in Ordnung, darf ich das verwenden? Schon alleine deswegen, also einmal wegen Urheberrechtsgeschichten und zum anderen auch, gebietet die Höflichkeit und sollte einfach aus rechtlichen Gründen sein. Wie gesagt, per Mail, seid auf der sicheren Seite und wenn dann kommt, ja, ist okay, bindet es ein oder kann man einbinden, hier ist es, dann ist ja alles gut. Wenn man feststellt, okay, wird nicht so gern gesehen, dann lasst lieber die Finger davon. Wie gesagt, auch das eigene, wie hier jetzt schön dieses Quadrat mit den schönen Kreisen hier zum Beispiel von Shelia, da kann ich auch nicht einfach gehen, okay, ich habe jetzt mit ihr das Gespräch gehabt, also ziehe ich das einfach mal schnell aus dem Netz und dann zähle ich das bei mir rein. Nee, ich würde ja auch bei allem, was ich verwende, den anderen fragen. Also jetzt ganz wirklich hier bodenständig gedacht. Das Weitere ist, natürlich kann auf der Presseseite auch ein Pressespiegel oder eben auf der Website, wenn ihr nur einen One-Pager habt, auf einer Leiste wie bei Testimonials adäquat eben diese Medienzitate da auftauchen. Punkt ist, zitiere, dann gilt für diesen Artikel ein Urheberrecht, sprich der Journalist, womöglich noch ein Freier, der hat ja Geld für das von dem Medium bekommen, dass er diesen Artikel verfasst hat. Wird jetzt dieser irgendwo anders ungefragt zitiert und womöglich noch mit ganzen Abschnitten, dann bekommt er da mit dem Presse- und Medienrecht, bekommt er da Ärger. Das kann also womöglich euch was kosten, wenn ihr das einfach so ungefragt macht. Okay. Also wirklich vorsichtig mit Zitate. Genau. Das hat null damit zu tun, ob ihr ein Solopreneur seid oder ein Großkonzern und DAX-Unternehmen. Also das gleich dazu gesagt. Und es ist auch wichtig, dass ihr, wenn ihr sowas macht, also wie gesagt, dass das angegeben ist, wenn nur als Beispiel, würde jetzt ein großes DAX-Unternehmen sagen, okay, ich mache einen richtigen Pressespiegel, sprich, ich nehme dir Artikel und breite die auf, kopiere die und reiche die im Haus rum. Damit es jeder mal gesehen hat von den ganzen Abteilungsleitern und Direktoren und so. Sind das mehr wie 5 Kopien, müssen auch die was dafür zahlen. Das heißt, man kann nicht einfach viel vervielfältigen, dieses Werk, und das dann weiterreichen. In dem Moment würde man eine eigene Publikation praktisch schaffen. Okay. Und deswegen geht es nicht. Also nur so, damit ihr ein Gespür oder so ein Anfangsgespür dafür bekommt, das ist ein Thema, lieber darauf aufpassen. Und wenn ihr was auf die Website stellt, vorher fragen. Und wenn es wirklich eine nette Redaktion, ein netter Verlag ist, dann kann euch sowas passieren wie mir. Ich habe ein Interview geführt mit einem amerikanischen Coach, mit der Telene Miedener. Habe zuerst aus New York angerufen, was ich ziemlich cool fand. Dann ein 5-DIN-A4-seitiges Interview dann im Fachmagazin Coach und coachen. Und da durfte ich dann auch das aktuelle, von dieser Ausgabe, wo es drin war, das aktuelle Titelfoto verwenden. Das war aber schriftlich mit der Verlagsleiterin abgesprochen. Ja, ja. Und das, also wie gesagt, wenn ihr es einsetzen wollt, fragt vorher und lasst euch schriftlich geben. Sehr, sehr schön. Okay, perfekt. Also, vorsichtig, wir haben das mit der Pressespiegel euch jetzt gesagt. So, jetzt haben wir noch ein Thema. Und ich meine, ich glaube, ich mache das ziemlich gut, aber mal gucken, was du dazu sagst. Wir haben das heute ein wenig im Webinar schon begonnen zu sprechen. Es geht um dieses berühmte Stimme im Off. Also, es ist quasi, du kommst auf eine Webseite und dort ist ganz viel Content und vielleicht sogar ein tolles Design, tolle Bilder, vielleicht sogar tolle Texte, nützliche Dinge. Aber irgendwie die Person, die das erstellt hat, die hinter dieser Website steht, ist wie
verschwunden, nirgendwo zu sehen. Also wir haben heute über dieses Zauberer von Oz, ne? So, wenn er hinter dem Vorhang herausgefunden wurde und er hat gesagt, achte den Mann nicht hinter dem Vorhang. Also, weil viele haben kein Problem, irgendwie so Texte zu schreiben, aber sie haben Schwierigkeiten, sich zu zeigen. Nur das ist ein bisschen problematisch, sowohl für Journalisten, Medien und Faktengetriebene, aber auch Herzgetriebene. Alle, die auf deine Website kommen, ja, ich greife nicht vor. Peter, was ist das Problem mit dieser Stimme im Off und was kann man da tun, um das besser zu machen? Ja, ich kenne, also zuallererst, auch wenn ich schon so lange mit Medien zu tun habe, bin ich normalerweise auch der gute Geist im Hintergrund. Mhm. Vor allem als PR-Beraterin, da geht es ja um die Kunden und nicht um mich als Beraterin. Deswegen ich dieses anfängliche Hilfe, jetzt geht es um mich, ich muss mich zeigen, Gefühl sehr, sehr gut kenne. Mhm. Was mir nur auffällt, auch in Beratungen, da ich ja auch meine Kunden berate hinsichtlich ihrer Website oder ihres Gesamtauftrittes, also Website, Xing, LinkedIn und Co., dass wenn auf, hier jetzt als Beispiel auf der Über mich-Seite oder hier heißt es Wer bin ich, wenn dann wundervoll geschrieben wird, als Kurs, ja, ich habe das Business dann gegründet und mir liegt es wahnsinnig am Herzen, dass du als mein Wunschkunde hier, dass ich dir weiterhelfen kann und dass du wirklich hier ein viel leichteres Leben hast, weil ich dir zur Seite stehe. Der Punkt ist nur, wer bist du? Da steht ganz toller Text, aber überhaupt kein Foto. Ja. Sprich, man fragt sich, wer ist denn ich? Wer ist denn dieser Mensch, der hier gerade zu mir redet? Ich sehe doch gar keinen. Und das ist total schade. Hier jetzt auf der Wer bin ich-Seite von Shelia strahlt einem direkt die Shelia entgegen. Und daher gesehen, wunderbar, klasse. Man weiß schon direkt, wer ist sie? Ich habe eine Sache gut gemacht. Peter. Und du kannst auch an dem Punkt, das hatte ich letztens auch wieder in einer Beratung mit jemandem, der Videos, Business-Videos dreht für Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, also die erklärungsbedürftige Business haben, erklärungsbedürftige Themen haben und die das gerne mit Videos übermitteln wollen. Und ihm habe ich geraten, also dein Medium ist Video. Dann muss auf deiner Über-mich-Seite auch ein Video drauf. Es muss ein Video dann da drauf. Ja, was ich auch habe, schau mal. Da-da, da-da. Auch ein Interview, yay. Ja, genau. Also wir haben das heute im Webinar gehabt. Ich unterstreiche es diesmal nochmal an dieser Stelle. Niemand bucht, kauft oder arbeitet sonst mit jemandem, die sie nicht schon kennen, mögen und vertrauen. Und eine Stimme im Off ist einfach viel weniger vertrauenswürdig als ein tolles Mensch, der einem entgegenstreut. Das ist ein noch besser, ein tolles Video, wo du selber über dein erklärungsbedürftiges Produkt, über deine Dienstleistungen sprichst. Also bitte beachte das. Gerade eben auch auf der Wer bin ich-Seite, weil es ja, oder über mich-Seite, weil es ja gerade, wir wissen es ja mittlerweile alle, die Seite ist, die auf die am meisten gehechtet wird und geguckt wird. Und wenn er sagt, okay, Video, ich habe es ja erst auf meiner To-Do-Liste stehen, dann ganz fix einfach ein schickes Foto hinsetzen als allerersten Schritt. Aber an der Stelle bitte keinen Text setzen. Und über mich ganz persönlich schreiben, also über dich als Person und nirgendwo sieht man etwas, wer du bist. Das ist schlicht. Genau, absolut. Jetzt wollen wir in Richtung uns im Blog wandern. Wir wollen in die Richtung wandern sozusagen. Ich klicke jetzt auf diesen Punkt bei mir, bei dem Blog. Heute habe ich irgendwie so einen langsamen Internetzugang oder irgendwie bin ich nicht so klicksicher. Da, later. Moment. Nee, der war irgendwie hängen geblieben. Warte mal, ich mach's nochmal. Okay, here we go. So, es geht jetzt um den Blog. Und den letzten Punkt, den wir gerne mit euch besprechen möchte, ist das Thema, auf welchem Boden steht dein Blog? Und ich habe zum Beispiel, bevor ich mit Petra im Vorgespräch darüber geredet habe, überhaupt nicht gewusst, dass ein Blog einen Boden haben kann oder mir überhaupt Gedanken gemacht oder reflektiert, auf welchem Boden mein Blog steht. Ich fand es eine super spannende Auseinandersetzung. Petra, was heißt das und was ist dort wichtig zu beachten?
Ja, also, das ist einer meiner, wie soll ich sagen, spontane Erkenntnisse, die mir gekommen sind, während ich eben meine Kunden berate oder während ich mich eben mit den Themen meiner Kunden und auch natürlich meiner auseinandersetze. Ich sage es gleich dazu, meine Seiten arbeite ich auch stetig. Das heißt, ich bleibe auch nicht statisch. Da gibt es immer etwas Gutes zu tun. Und da ich ja mit der Daten- und Faktenbrille heute unterwegs bin, ist mir halt klar geworden oder auch durch das faktische Schreiben, durch die Presseinformationen, dass man auf ganz unterschiedliche Weisen in einen Text einsteigen kann und eben auch unterlegen kann oder untermauern kann, was man in diesem Text ausdrücken möchte. Mhm. Und das kann eine ganz große Bandbreite haben. Also finden, dass du mit einem Statistik startest, dass du mit einem etwas ganz persönlichem startest, also oder dass du einen persönlichen Bezug herstellst nach dem Motto, etwas aus deinem Business-Alltag erzählst oder dass du bis hin zu einem Märcheneinstieg, also hier zum Beispiel, ich bin seit Anfang der Woche aus meinem Sommerurlaub in Italien zurück, schreibt hier Shelia, das ist ein ganz persönlicher Einstieg, bei dem wir gemeinsam ein bisschen hinter die Kulissen schauen dürfen, wow, was hat sie gemacht, aus welcher Situation heraus ist sie hier gerade aktiv. Und ja, man kann sich auch viel besser vorstellen, welcher Stimmung sie gewesen sein muss, als da, dieses Video eben oder als dieses Podcast-Interview zustande gekommen ist. Und umgekehrt, jetzt noch mehr in eine andere Extremrichtung, also von den ganz Fakten statistisch gesehen, das andere Extrem wäre zum Beispiel ein Einstieg über ein Märchen. Also wenn es eine Seite wäre, die sich vielleicht mit Familienleben beschäftigt oder mit Kindern, wo es dann zum Beispiel darum geht, ja, keine Ahnung, Trotzphase von, wie gehe ich mit meinen Kleinstkindern am besten um, wie gehe ich mit der Trotzphase am besten um, wenn das ein Thema wäre oder ein Business-Schwerpunkt wäre, einfach um das Leben der Mütter zu erleichtern. Und wenn man da bei so einer Gelegenheit mit dem Märchen startet oder eben mit einem Bezug, weil zum 597. Mal vielleicht irgendwo ein Märchen gehört wurde von dem Kind, dann und man weiß, okay, das hören gerade alle im Kindergarten, dann wäre das ein unkonventioneller Einstieg. Aber diese Einstiege, die zeigen auch, vor allen Dingen, wenn sie immer wieder wie so ein Faden immer wieder auftauchen, auf was für einem Business, mit was für einem Business man zu tun hat. Mhm. Weil alleine diese Einstiege, also gerade jetzt Überschrift und Einstieg ist das, wo am meisten geguckt wird, die können auch mit dazu beitragen, dass man als Experte oder eben auch als genau der Richtige für die Wunschkunden angesehen wird. Okay. Also auf welcher Grundlage verfasst du deine meisten Blogbeiträge? Welche Gründe nimmst du oder auf welchem Weg nimmst du deine Leser mit? Mhm. Mhm. Ja. Genau, und ich meine, ich habe zum Beispiel danach, nachdem wir darüber gesprochen haben, habe ich festgestellt, dass ich ganz viel über diese persönlichen Erzählungen einsteige und das passt einerseits sehr gut zu mir, weil ich möchte einfach eine sehr authentische Marke nach außen tragen, eine sehr nahe Beziehung zu den Lesern haben, das ist gut. Auf der anderen Seite, nach dem darüber reflektieren, habe ich gedacht, ich könnte aber in Zukunft wirklich auch überlegen, vielleicht einige andere Aspekte hervorzuholen, die ich auch kann. Vielleicht Case Studies Erzählungen mehr noch aus meinem Marketing-Agentur-Leben, weil ich habe auch gemerkt, jedes Mal, wenn ich das mache und sage, hey, für eine Spirituosenfirma, eine sehr bekannte, habe ich gearbeitet und die haben das so gehandhabt, das kannst du so übertragen auf dein Business in dem Fall. Das ist auch interessant für die Leute und untermauert auch meine Erfahrung, meine Positionierung als solches. Und das war gut für mich zu reflektieren. Ja, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, auch durch diese Sprache oder durch diese Beispiele, welche Beispiele man wählt, werden wir ja auch immer für unterschiedliche Menschen interessant oder wird das aufgenommen auf unterschiedliche Weise. Und wenn man einfach feststellt, okay, ich habe hier bereits Erfahrung gesammelt oder ich habe jetzt auch oder im Kundengespräch irgendwas Interessantes mitbekommen, dann ist das etwas, was man, wie soll ich sagen, wo man auch mehr Varianz oder mehr Abwechslungsreichtum reinbringen kann. Absolut. Also auch diese
Und da merkt man auch schon, alleine diese Boden, auf dem die einzelnen Artikel stehen, geben ja auch wieder ein Gesamtbild. Das sind wie, diese Blogbeiträge sind im Grunde genommen wie kleine Mosaiksteinchen, an denen man Falten arbeitet. Und auch die geben ein Shelia-Bild in dem Fall. Ein Shelia-Bild, das ist gut. Super. Also Petra, wir haben die 5 wichtigsten Seiten oder Aspekte, die wir abdecken wollten heute, erledigt. Das sind wir am Ende von dem. Wie ich eingangs gesagt, wir werden unterhalb von diesem Video einen Link posten, wo du hingehen kannst, um diese Daten- und Faktenblätter herunterzuladen. Ich glaube, wir lassen das noch die Neugier spielen, dass sie selber gucken können, was da noch so kommt als Alternative zu den Fakten, die du schon genannt hast. Petra, wenn jemand sich darüber interessiert, mehr über dich und deine Arbeit zu erfahren, vielleicht auch zu deinen Trainings zu kommen, du hältst ja auch Trainings online, wo findet man dich und wie kommt man noch mehr in Kontakt mit dir? Ja, am einfachsten ist wahrscheinlich, wenn man einfach auf Petra von Schenk, mit CK, consulting.com geht, also alles in einem Wort. Und auch nicht www vorher, sondern einfach nur HTTP, also das direkt reintippen, losstürmen. Und es gibt eine Unterseite, die Start Business in einem Wort, startbusiness.petravonschenkconsulting.com, die sich ganz speziell an Selbstständige und Unternehmer richtet, die ja mit ihrem Know-how und eben inspiriert werden möchten, einfach da mit ihrem Business noch einen besseren Außenauftritt zu haben. Und die erreicht man auch ganz einfach über die Petra von Schenk Consulting. Es gibt auch eine Online-Akademie, bei der ich auch wie du Webinare gebe und Selbstlerntrainings, auch schon jetzt über 2 Jahre. Und da gibt es auch, da falte ich heute Abend dran, auch nochmal eine leichtere Verlinkung eben von der Hauptseite aus, sodass man da auch immer gucken kann. Und da gibt es auch eine Serie, die PR-Werkstatt, das bei Live immer gratis ist. Und das ist schon eine ganz große Reihe. Und da kann man auch für das ein oder andere Thema dann ganz speziell beleuchtet, sich auch nochmal genauer angucken. Sehr schön. Also ich werde all diesen Links, nach denen wir aufgelegt haben, dann nochmal drunter führen, wenn ich die von dir noch bekomme. Das kriege ich sicher. Petra, es war ein so herrliches Gespräch, ein so informatives und ein schönes Gespräch. Herzlichen Dank für deine Zeit und für all die Zuhörer und Zuschauerinnen da draußen. See you sehr bald wieder online. Tschüss zusammen. Tschüss.